Gute Architektur ist in meinen Augen dann erfüllt, wenn Inhalt und Verpackung übereinstimmen. Weil nur eine Funktion allein funktioniert nicht, also man kann es anders sagen. Nur eine Verpackung und kein Inhalt ist das Gleiche. Also es muss beide Teile müssen übereinstimmen. Dann gibt es aber immer noch die Diskussion letztendlich, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Aber das ist eine individuelle Auffassung, die ich eigentlich nicht unbedingt möchte kommentieren. Es gibt Objekte, die sprechen sehr gut an. Es gibt herausragende Objekte, wo sowohl Funktion wie auch Ästhetik übereinstimmen. Denke da zum Beispiel an das KKL oder an die Elbphilharmonie. Das sind signifikante architektonische Denkmäler, kann man sagen, mit einem höheren Anziehungspunkt. Das muss aber nicht überall der Fall sein. Architektur ist ja sichtbar. Das heisst, es ist immer etwas versaugt. Aber Architektur darf nicht Selbstzweck sein. Das mal mit anderen Worten umfassen. Der Otto Eicher, oder Otto Eicher, wie er geheißen hat, ist seinerzeit eine prägende deutsche Figur gesehen, Gestalter, Grafikdesigner vom 20. Jahrhundert und hat mit seiner Frau, der Inge Eicher Scholl, die Schwester von Hans und Sophie Scholl und dem Architekt und Künstler Max Biel seinerzeit an den 53 die Hochschule für Gestaltung in Ulm gegründet. Und er hat einmal gesagt, ein Stuhl, wo man nicht drauf hocken kann, ist schlechtes Design. Und sinngemäß kann man das auch für sich auch auf die Architektur übertragen. Nur Optik allein reicht nicht. Es braucht auch einen entsprechenden Inhalt, einen Nutzen. Wenn es keinen Nutzen hat, dann macht die Architektur keinen Sinn. Dann ist ein Plastik schöner. Man kann ja nicht an und für sich in einer Jury sagen, das Projekt gefällt mir. Und danachher nimmt man das. Das wäre das lapidar. Abgesehen davon, dass wenn man angenommen in einen Rechtsstreit einkommt, muss man auch belegen, wieso dass man jetzt auf den Entscheid gekommen ist. In einer Jury, die läuft folgendermaßen ab. Es gibt Laien-Juroren und es gibt Fachjuroren. Und es ist natürlich wichtig, dass die Fachjuroren nachher die Laien-Juroren führen. Zu diesem Zweck kommt man im Vorfeld einmal eine Beurteilung über, ob alle Fakten, die man verlangt hat, eingehalten sind. Das schaut man einmal als erstes an und sagt, jawohl, wir lassen die Projekte zu. Oder wir schließen sie aus, wenn irgendein gravierender Mangel ist oder sich einen Vorteil verschafft hat. Das ist aber einmal einfach die rechtliche Seite in einer ersten Sichtung. Danach gehen die Fachjuroren einmal alle Projekte, schauen sie mal kurz an. Und dann wird man zuteilt, du nimmst die Gruppe und der andere oder diese nehmen die andere Gruppe. Und dann geht man von Projekt zu Projekt und eine von den ersten Fragen ist, wie gefällt euch das Projekt? Und dann kommen schon die ersten Emotionen. Und dann geht man systematisch tiefer und tiefer und tiefer in jedes Projekt rein, so dass man am Schluss jedes Projekt kennt. Vorteil, Nachteil. Wir sitzen zusammen und dann geht man noch einmal alle miteinander. Jetzt sind alle informiert, steht man vor jedes Projekt
dem Fachjuroren, dann die vorher gemachten Aussagen von allen Mitgliedern aufnehmen und erläutert noch einmal alle Projektpunkte durch. Wenn das fertig ist, dann sitzt man am Tisch und sagt, so, wir haben jetzt in Staufen, für die Sporthalle haben wir 6 Projekte. Die 6 Projekte stehen an und es ist ja so, dass man immer mehrere Rundgänge macht. Also man sagt nicht gerade, oh, das ist jetzt der Gewinner. Das kann man nicht so einfach feststellen. Es gibt Objekte oder respektive Projekte, die man in den ersten Augenblick irritiert, vor allem natürlich die Laienjuroren, manchmal auch die Fachjuroren. Aber je tiefer dass man nachher in ein Projekt einsteigt, umso überzeugender ist nachher das Gesamtwerk. Wie ich schon vorhin gesagt habe, wenn man auch in einen Rechtsstreit kommt, muss man auch das, was man entschieden hat, können belegen. Und jetzt hat man harte und weiche Faktoren. Ich denke gerade, so das Äußere, Materialisierung sind eher weiche Faktoren. Ich rede nicht von der Konstruktion, sondern nur vom äußeren Erscheinungsbild. Harte Faktoren sind natürlich Funktionalität. Oder passt das überhaupt in die Landschaft? Eigentlich eines von den ersten Kriterien. Ein Objekt, das nicht in die Landschaft hier passt, das stößt auf Ablehnung. Das gibt negative Emotionen, wo man nachher auch, das Projekt mag noch so gut sein, wenn das einfach ein Fuss auf ein Auge ist in der Landschaft, das bringt sie nicht mehr durch. Das kann gut sein, in anderen Punkten. Aber wenn es nicht in die Landschaft hier passt, dann nachher haben wir hier schon eine Emotion geschürt, die uns nicht dient in der Zukunft. Also, wir haben also verschiedene Kriterienpunkte. Denken zum Beispiel an Projektidee. Das Konzept, die Eingliederung ins Ortsbild, der Gesamteindruck und der Aussenraum. Der Aussenraum ist heute an und für sich wichtiger als eigentlich das Objekt. Ein Objekt kann man immer gestalten. So oder so. Der eine gefällt es, der andere nicht. Aber der Aussenraum ist entscheidend. Wie ist das Gesamtgefüge? Ortsbild verträglich? Ja oder nein? Wir haben das jetzt gesehen bei diesen 6 eingegangenen Projekten. Es hat Projektverfasser gegeben. Die haben die Sporthalle abgesenkt. Das heisst, wir haben ein Volumen ins Erdreich gesetzt. Das kommt dann natürlich nicht rauf. Wir haben Objekte, die gefunden haben, nein, wir bleiben, wir gehen nicht in den Dreck hinein. Und sie werden es dann auch noch beobachten. Das ist schwieriger zu handeln. Das heisst, da braucht es schon außergewöhnlich gute Architekten, dass sie damit etwas anfangen können. Ich sage jetzt nicht, wie das bei uns war, sondern einfach nur, das sind so Entscheidungskriterien. Dann nachher natürlich auch von der Positionierung. Ist man zu nah am einen, zu nah am anderen? Das ist die Situierung. Das sind maßgebende Kriterien. Die Projektidee, die tut man auch fast mit einem Drittel bewerten. Dann nachher ein ganz wichtiges Kriterium, vorhin schon angesprochen, die Funktionalität. Die Betriebsabläufe. Da kann jeder, der an und für sich mal in einer Sporthalle aktiv war, sich überlegen, wie laufe ich, wie komme ich rein, wie komme ich auf das Haus zu. Das führt letztendlich auch dazu, wie sieht die ganze Situation aus, wie sieht das Feuer aus, wo sind die Garderobe, dann nachher auch die Funktionalität innerhalb von einer Sporthalle, wo sind Geräteräume angeordnet, etc. Finde ich überhaupt ein WC? Und. Es gibt ganz viele Sachen, die funktional bedingt sind. Und nicht zuletzt auch, je komplizierter das so Abläufe sind, umso schwieriger und aufwendiger sind natürlich auch Reinigung, Betrieb etc. Und dann natürlich wichtig für eine Gemeinde, was Kosten. Also Kosten, die Wirtschaftlichkeit, die hat man auch fast mit einem Drittel. Konstruktion am Schluss
noch 10%. Wir gehen davon aus, dass die Architekten, die wir ausgewählt haben, auch das angemessen konstruieren können. Das ist das eine, aber Materialisierung ist dann noch, es gefällt einem nicht, und da hat man Präferenzen. Und, aber es ist ein untergeordnetes Thema fast. Aber das gibt dann letztendlich die 100%. Das wird punktmässig wie in der Schule, von 1 bis 6 wird das benotet. Und am Schluss hat man eine Rangliste und vielfach, oder praktisch immer aufgrund von diesen Diskussionen, die man innerhalb von der Jury hat, hat man dann nachher einen ersten Gewinner, der am meisten Punkte hat. Und es ist natürlich wichtig, gerade wenn man die Kosten anschaut. Wir haben ja hier ein Limit von 7 Millionen. Die 7 Millionen, die haben alle plus minus erreicht. Wir haben das günstiges Projekt. Und günstig, das muss man wieder mit Nachhaltigkeit, mit Betrieb muss man anschauen. Und so kann man ein günstiges Projekt, das halt einfach nicht so gut funktioniert, nur günstig ist, im Endeffekt eben viel, viel teurer werden, weil der Unterhalt und Betrieb mit der Zeit einfach ins Gewicht fallen.